Mal kurz zu der Diffusion. Ich habe jetzt hier keine Membran, die ich jetzt hier zwischen die beiden Elektroden legen kann. Ich habe hier eine ganz einfache Kochsalzlösung drin und man kann sehen, es liegt im Moment eine Spannung, die schwankt so zwischen 0,25 bis 0,26 Volt. Wenn ich jetzt auf die eine Seite der Elektrode mehr Salz gebe, mal sehen, was passiert. Natürlich, die Diffusion wird bewirken, dass die gelösten Salzionen, also ich sage jetzt mal ganz bewusst, Salzionen sich versuchen irgendwie auszugleichen. Im Moment passiert nichts, aber das gucken wir uns mal ein bisschen mit empfindlicherer Messung an. Und zwar sind das 0,25, 0,26 Volt, sind auch 260 Millivolt. Dass hier doch noch ein bisschen mehr passiert ist, wenn ich den Messbereich noch ein bisschen verschärfe. Und das war schon zu viel, das kann er nicht mehr. Also, ich habe eine ganz einfache Spannungsquelle hergestellt. Ach ja, mittlerweile sind wir schon bei 0, die Polung ist jetzt egal, 0,266 Volt. Und siehe da, sie steigt noch an. Wenn ich allerdings das Ganze, siehe weiter, weiter, immer weiter, wenn ich allerdings das Ganze noch lange, lange stehen lasse, naja, dann kommt es durch Diffusion, siehe Brownsche Molekularbewegung auch, kommt es dadurch dazu, dass sich sämtliche Salzionen, also die Natrium- und die Chlorionen, dass sie sich komplett verteilt haben. Aber schon durch die Konzentrationserhöhung sieht man eine Spannung, eine zusätzliche Spannung, einen Potentialunterschied. Das nur zur Illustration der ganzen Theorie. Ich hoffe, es hat geholfen und na denn. Schaut auch in das andere Video, ihr könnt da ruhig reinschauen. Wenn hier irgendwie Links erscheinen oben am Rand, dann ist das leicht möglich, auf die Links zu klicken. Und wenn man die Links dann verfolgt hat, siehst du, die Spannung steigt immer weiter. Wenn man die Links dann verfolgt hat, dann hat das Video hier gewartet und man hat nichts verpasst. Und so ist es in allen Videos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Bis dann. Tschüss.